Diese Orte in Minecraft solltest du lieber nicht besuchen, denn was dort abgeht, ist nicht normal. Verrückte Minecraft-Monster und super merkwürdige Strukturen werden dort auftauchen und versuchen, dich zu töten. Also bleib bis zum Ende des Videos dran, denn du wirst nicht glauben, was man an diesen Orten finden kann. Und da sind wir schon bei der Welterstellung, Freunde. Ich gebe mal ein als Seed schon mal 666-666-666, beziehungsweise das ist noch der Weltname und der Seed kommt nämlich jetzt hier. Aber Freunde, ich würde sagen, schaffen wir auf dieses Video die 666 Likes. Ich würde mich freuen. Daumen nach oben deshalb nicht vergessen, abonnieren nicht vergessen und wir schauen jetzt mal nach, was dort genau passiert, denn ich bin wirklich gespannt. So, denn wir sind auch schon in der Minecraft-Welt gespawnt und es sieht ja anscheinend noch alles recht normal aus. Wir werfen einfach mal kurz einen Blick auf die Koordinaten. Oben links sehen wir die. Denn wir sind aktuell noch bei minus 20 und minus 3. Wir müssen allerdings zu 666, 666 und 666. Also alles muss 666 sein. Das sind quasi verfluchte Zahlen. Und dort soll anscheinend auch was Verfluchtes passieren. Aber es wird ein bisschen dauern, bis wir da hinkommen. Deshalb würde ich sagen, fürs Experiment gehen wir einfach mal in den Kreativmodus und teleportieren uns einfach mal zu den Koordinaten, damit es ein bisschen schneller geht. So, 666. 666 und 666. Das sollte soweit passen. Und wir gucken mal, wo wir landen, wenn wir uns jetzt hier tippen. Okay, wir landen schon mal irgendwo im Himmel, weil wir bei 666 natürlich am Start sind. Das ist viel zu hoch. Okay, ich wurde gerade irgendwie wieder in den Survival-Modus versetzt. Oh mein Gott, wir landen. Oh mein Gott, wir landen, wir landen. Oh mein Gott, schaut euch das mal an. Wir sind jetzt hier angekommen. Bei 666, also wenn ich jetzt hier wieder zurückgehe. Und wir sehen auch hier, wir sind einfach mal in ein Wasserkreuz reingeflogen. Schaut euch das mal an. Wir wurden in den Überlebensmodus gesetzt und ein Wasserkreuz ist einfach mal hier. Okay, und ich habe auch ganz merkwürdige, komische Geräusche gehört. So Soundeffekte, die abgespielt wurden. Ich hoffe, ihr habt es gerade gehört. Und oh, was ist das denn da hinten? Das sieht für mich aus wie so eine Horrorwelle. Ich höre schon wieder ganz komische Geräusche. Hört mal genau zu, ich bin mal leise. So eine Stimme, die die ganze Zeit lacht. Es ist ganz, ganz merkwürdig. Und ich weiß auch nicht, ob das hier normal ist, Freunde, um ehrlich zu sein. Eieieiei. Also ich muss sagen, so ein bisschen erschrocken bin ich schon darüber. Besonders, was soll jetzt hier in diesem Haus drin sein? Ich würde fast sagen, wir schwimmen einfach mal rüber und gucken mal nach. Denn so ein komisches, verbotenes Haus ist ja eigentlich auch nicht ganz normal. Also eigentlich darf ja gar keine Struktur hier in der Nähe sein. Und so ein Haus sieht ja schon mal sehr merkwürdig aus, um ehrlich zu sein. Aber wir gucken mal nach. Vielleicht ist da ja gar nichts Schlimmes. Und es ist einfach nur ein komischer Zufall, dass hier irgendwas genau an diesem Ort gebaut wurde. Aber das ist ein schwebendes Haus. Wir sehen hier Spinnennetze. Okay, und das ist auf jeden Fall keine normale Minecraft-Struktur, die so generiert wird. Aber wer ist denn? Ich dachte schon, oh mein Gott, ein schwarzes Schaf ist dort vorne. Ich dachte schon, da steht jemand. Okay, wir gehen einfach mal rein in dieses Haus. Und wir sehen hier, oh mein Gott, was ist das denn hier? Freunde, ich muss einmal ganz kurz hier mir Werkzeug machen, weil so ganz ohne Werkzeug kommen wir da echt schlecht rein. Alter, da stand irgendwas von wegen. Ey, das ist jetzt nicht mehr lustig. Das ist nicht mehr lustig. Habt ihr es gerade gehört? Ich hab 100% Donnergeräusche gehört. Das ist nicht normal, Freunde. Das ist garantiert nicht normal. Und ich bilde mir schon fast ein, dass hier irgendwas faul ist. Was war das denn jetzt? Okay, das waren Bienengeräusche. Das waren Bienengeräusche. Also ihr müsst die Ohren aufspitzen. Am besten das Video mit Kopfhörern anhören. Und falls ihr die Geräusche nicht gehört habt, könnt ihr nochmal kurz zurückspulen. Das empfehle ich euch. Aber wir gucken jetzt erstmal nach, was jetzt hier in diesem Haus drin steckt. Denn hier steht einfach mal, be my friend. Sei mein Freund. Okay, okay, okay. Jetzt haben wir hier noch so ein Buch drin. Ich gehe mal ganz kurz nach unten. Oh Leute, ich habe echt ein bisschen Angst. Sei mein Freund steht hier schon wieder. Und der Eingang hier, oh, der sieht ganz, ganz merkwürdig aus. Also ich muss auch sagen, ich bilde mir schon fast ein, dass die ganze Zeit hier irgendwas Komisches rumläuft. Wir können ja mal weiter rumschauen, ob wir hier noch fündig werden, ob das wirklich das Einzige ist, was wir jetzt hier finden. So, hier sehe ich jetzt hier gerade nur ein paar Zombies, die hier rauskommen. Ich meine, das ist eine Mine, das ist komplett normal, okay. Aber allein, dass wir jetzt schon so ein komisches Horrorhaus hier gesehen haben und so ein Donnergeräusch gehört haben, das macht mich schon so ein bisschen skeptisch. Ich weiß jetzt allerdings nicht, aus welcher Richtung genau dieser Donner-Sound kam.
Und hier sind noch weitere komische Häuser. Das ist anscheinend nicht das einzige komische Haus hier. Sind die alle gleich? Okay, ich glaube aber, die sind alle gleich. Wir haben hier überall Redstone-Fackeln. Wir haben hier überall solche Schilder, wo drauf steht, sei mein Freund, sei mein Freund. Ich weiß nicht genau, von wem ich der Freund hier sein soll. Aber anscheinend ist das hier öfters. Und wir haben immer wieder so ein Buch hier drin. Wenn wir in das Buch hereinstauen, steht hier drin, sie wollen nicht meine Freunde sein. Sie wollen nicht meine Freunde sein. Also immer wieder dieses They don't wanna be my friends. Und da steht drin auf der nächsten Seite, ich werde sie alle töten. Sie alle hassen mich. Ich werde Rache nehmen. Sie alle hassen mich. Ich werde Rache nehmen. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht... Was war das denn? Was war das denn? Oh mein Gott. Ich hab mich, ey, also ich muss sagen, ich hab mich gerade wirklich erschrocken. Was war das denn? Alter, hab ich mich erschrocken. Was war das für ein Geräusch? Als hat man gesprochen. Oh mein Gott. Ich hab jetzt gerade vielleicht drüber gesprochen. Chris, also mein Cutter, kann einmal ganz kurz diese Szene nochmal wiederholen. Ohne meine Stimme vielleicht. Dann hört ihr das jetzt nochmal. Help me, please. Also ihr habt es nochmal gehört. Ich hab nicht verstanden, was das war, aber es war auf jeden Fall was. Leute, also ich muss sagen... Das macht mir gerade schon so ein bisschen Angst. Aber was war das denn jetzt? Ist hier jemand unten? Ich habe jetzt hier ehrlich gesagt gar keinen gesehen. Oh Leute, oh Leute, oh Leute. Also ich muss sagen, ich habe echt nicht gedacht, dass das jetzt hier so komisch wird. Und dieses Haus scheint ja hier auch irgendwie öfters zu sein. Wir sehen hier das Haus nochmal. Wenn ich mich jetzt mal umschaue, sehe ich jetzt auch nicht weitere Häuser. Aber da vorne war definitiv noch so ein Haus. Also Leute, ich sag euch ganz ehrlich... Ich weiß nicht, wer oder was da gerade gesprochen hat, aber das waren auf jeden Fall ganz, ganz komische Zeichen, die uns hier gerade vermittelt wurden. Ich bin jetzt auch noch mal ein bisschen rumgelaufen, aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt hier nirgends noch ein anderes... Nein! Haus gefunden! Och nein! Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Warum spawn ich denn jetzt hier? Das war doch... Warte mal, warte mal. Wir sind wieder bei 666 gespawnt. Das ist doch hier dieses Wasserkreuz. Das ist nicht normal, Freunde. Das ist definitiv nicht normal. Was ist das da hinten? War das vorhin auch schon? Ey, jetzt bin ich verwirrt, Leute. Ich habe da vorhin nicht drauf geachtet. War das vorhin schon? Ey, ich bin gerade wirklich am Überlegen. Ein brennendes Totem. Oh, Leute, Leute, Leute. Ich muss echt sagen, so langsam ist das schon so ein bisschen gruselig. Es scheint auch... Also, ich habe da vorhin ehrlich gesagt überhaupt nicht drauf geachtet. Deswegen kann ich jetzt auch gar nicht beurteilen, ob das hier schon war oder nicht. Wir gucken mal ganz kurz nach, was jetzt hier vorne steht. Hier steht Simon says... Self. Simon sagt, wir sollen uns selbst... Okay. Oh, Leute, Leute, Leute. Das hört sich aber gar nicht nett an, um ehrlich zu sein. Oh, wir haben hier nochmal ein paar Sachen, die können wir vielleicht nochmal gebrauchen. Hier so ein schönes Goldschwert mit Feuer sogar, das ist sehr gut. Vielleicht können wir das noch gebrauchen. Und ja, okay, ein Feuerzeug auch nochmal. Und wir sehen auch, so langsam geht die Sonne unter. Und ich glaube auch jetzt, wo die Sonne untergeht, wird es nochmal richtig spannend. Ich sehe jetzt hier sogar noch ein verlassenes Haus. Ey Leute, das ist auch kein... Das Haus hat hier auch normalerweise nichts zu suchen. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Was steht denn jetzt hier schon wieder drauf? Ich sehe dich. Dahinter sehe ich einen Stiefkopf. Und da steht auch nochmal eine Warnung. Okay. Da steht drauf, der schreiende Villager wurde in dieser Welt gesichtet. Und... dass er sich anscheinend auch in ein Schaf verwandeln kann. Oh Gott, Leute. Ich packe das Buch mal vorsichtig zur Seite und wir gehen mal... Was? Was, 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 Moment mal ganz kurz. Ich sneak mal so um die Ecke. Wer zur Hölle ist der Kollege denn dahin? Ah, da ist der. Wer ist das? Wer ist das? Ein langbeiniger Steve mit langen Armen? Und genau bei Nachteinbruch, Freunde. Ich werd verrückt. Ich werd verrückt. Ich glaube, jetzt... zeigt der Seed sich nochmal von einer ganz anderen Seite, warum wir nicht zu diesen Koordinaten gehen sollen. Wir können ja mal dorthin gehen. Ich schleich mich mal an. Ich gucke ihn jetzt auch am besten gar nicht an, Freunde, weil ich irgendwie gerade absolut nicht einschätzen kann, ob er uns angreift. Okay, ich habe jetzt hier nochmal so ein paar Kuhgeräusche gehört. Oh, Leute, der steht da ganz, ganz merkwürdig herum. Macht die Sounds extra... Oh, 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 oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bleib weg, bleib weg, bleib weg, bleib weg, bleib weg. Er macht so Steve, aber auch Enderman-Geräusche. Ah, warum kommt er hier rein? Nein, wir sind fast tot. Wir sind fast tot. Was sollen wir machen? Er hat sich anscheinend wegteleportiert. Oh, Leute, ich will nicht rausgehen. Ich habe nämlich die Vermutung, dass wenn wir rausgehen, dass er wieder auftaucht. Oh, ich muss aber eigentlich am besten ganz schnell einmal Kühe töten für Fleisch. Machen wir es einmal ganz schnell, Freunde. So, bitte gib mir... Ah, gebratenes Kuhfleisch. Sehr gut, sehr wichtig vor allem. So, jetzt haben wir hier nochmal Fleisch. Help me, please. Habt ihr es schon wieder gehört? Da war wieder so eine Stimme.
Da war wieder so eine Stimme. Aber was hat er gesagt? Ich hab, glaube ich, verstanden, sowas, get out, please. Irgendwie so nach dem Motto, geh raus oder so. Okay, es passiert jetzt aber auch nicht, wenn ich nochmal reingehe. Oh, Leute. Der Seed macht mir wirklich Angst. Der komische, langebeinige, Enders... Da ist schon wieder ein Blitz eingeschlagen da hinten. Und da ist schon wieder diese komische, lachende Stimme. Ey, Leute, normalerweise, das macht gar keinen Sinn. Normalerweise müsste es anfangen, jetzt hier irgendwie zu regnen oder so. Also hier ist gewaltig was am Stinken. Es ist gewaltig was am Stinken und das bin ich nicht. Das bin ich nicht, das kann ich euch sagen. Schon wieder. Aber was hat dieser Blitz auf sich? Ey, vielleicht sollten wir nochmal zu diesem einen Haus hingehen. Oder zu dieser Klippe. Hier vorne. Vielleicht hat sich ja jetzt irgendwas getan an diesem Ort. Aber ich wüsste nicht was, um ehrlich zu sein. Wir gucken trotzdem mal nach. Wir haben ja eh nichts zu verlieren. Also wir haben auf jeden Fall schon mal diesen langbeinigen Ender-Steve gesehen. So, ich muss einmal ganz kurz hier das Fleisch nochmal einsammeln. So, da vorne ist das Haus. Lass uns mal zurück zum Haus gehen. Ich kann mir irgendwie vorstellen, dass da noch irgendwas passieren muss. So, wir sind rübergeschwommen. Sehr gut. Gut, ich muss jetzt... Ich habe halt gar keine Ausrüstung. Das ist halt eigentlich auch nicht so optimal. Aber wir müssen jetzt einfach das Beste draus machen, um es mal so zu sagen. So, zack, wir gehen mal nach... Habt ihr das gerade gehört? Was sind das denn jetzt schon wieder? Oh, das ist ein Zombie hier. Was waren das denn jetzt schon wieder für Geräusche? Wer ist er denn? Wer ist er denn? Wer ist er denn? Wer ist er denn? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Schaut euch den mal an. Nein, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Ich muss ihn irgendwie weg blockieren. Weg. Oh Gott, Tür zu. Oh Gott, er darf hier nicht reinkommen. Er darf hier auf keinen Fall reinkommen. Was sind denn das hier für weinende Babygeräusche? Villager-Geräusche? Ey Leute, ich muss euch ganz ehrlich... Da ist er. Ich muss ihn umbringen. Irgend so ein komischer, verfluchter Villager, der seinen Mund offen hat. Den muss ich doch auch schaffen, umzubringen. So, warte mal. Er ist anscheinend nicht schlau genug, um hier irgendwie hochzukommen. Ich habe auch mein Schwert jetzt schon zerbrochen. Das kann doch nicht wahr sein. Wir hauen wie ein Verrückter auf den drauf. So viel Leben kann er doch gar nicht haben. So, komm, jetzt stirb doch endlich, Mann. So, zack. Also, Leute, ihr seht, wir hauen da wirklich drauf wie ein Verrückter. Aber er geht einfach nicht down. Er ist gestorben. Aber irgendwie ist er auch einfach nur verschwunden. Nein. Nicht er schon wieder. Hab ihn gesehen. Das war schon wieder dieser langbeinige Enderman. Ich gucke immer in die Augen. Oder Ender Steve. Der wird gleich wieder, glaube ich, ganz aggressiv, sobald wir näher kommen. Oh, Leute. Ich gehe mal lieber zurück. Ich weiß nicht. Ich habe irgendwie so ein ganz schlechtes Gefühl hier bei dieser Minecraft-Welt. Lasst uns mal... Oh, hier sind Schafe. Hat er nicht irgendwas gesagt von Schafen, die keine Schafe sind oder so? Okay, das scheint hier ein normales Schaf zu sein. Das scheint hier auch ein normales Schaf zu sein. Wo kommst du denn her? Von wo kommt denn dieses Schaf jetzt her? Oh mein Gott, dieses... Das ist ein Killerschaf, ne? Es greift auch mich an, macht sogar Gasgeräusche. Zombie, helft doch mit, Mann. Es geht um Leben und Tod. Oh mein Gott. Weißt du, der Zombie hat nichts Besseres zu tun, als mich anzugreifen, obwohl ich gerade hier von so einem Killerschaf verfolgt werde. Ey, es ist der Wahnsinn. Es ist wirklich der Wahnsinn, Freunde. Was hier in diesem Seed abgeht, darf man eigentlich keinem erzählen. Was mich aber irgendwie noch interessiert, wie sieht es mit so einem Villager-Dorf aus? Weil, ah Mann, ich habe hier eigentlich gar kein Material mehr. Das ist gerade irgendwie ein bisschen schwierig, um ehrlich zu sein. Das ist ein normaler Enderman, sehe ich jetzt da hinten. Oh Gott, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Weil mich würde eigentlich mal interessieren, was geht denn in so einem Villager-Dorf ab? Sind die Dörfer auch ganz normal oder hier auch bei den Koordinaten merkwürdig? Weil wir dürfen nicht vergessen, wir sind immer noch in der Nähe von den Koordinaten 666. Ich entdecke ja immer wieder neue Sachen. Was ist denn das da hinten jetzt? Das war so ein halb kaputtes Haus. Wir haben halt keine Waffe. Das ist eigentlich komplett lebensmüde, was wir hier gerade machen. So ganz ohne Waffe hier herumzulaufen. Aber auch hier sehen wir... Irgend so ein komisches, halb kaputtes Haus. Und was ist jetzt hier drin? Also das sieht für mich auch aus. Okay, das sieht aber nur für mich aus wie ein kaputtes Minecraft-Haus. Und ja gut, ein paar Villager, die jetzt ankommen. Das ist jetzt Villager. Ich meine Zombies, die ankommen. Aber das ist jetzt auch eigentlich überhaupt nichts Schlimmes, würde ich behaupten. Was mich halt immer noch skeptisch macht, ist, was diese Blitze hier auf sich hatten, die eingeschlagen sind. Das sieht jetzt hier auf jeden Fall auch aus für ein recht großes, also nach einem recht großen Villager-Dorf, um ehrlich zu sein. Vielleicht, also erstmal würde ich sagen, nehmen wir uns auf jeden Fall ein bisschen hier an Weizen mit. Was sind das denn jetzt hier? Warte mal. Das interessiert mich jetzt hier gerade. Was ist denn das da hinten? Hä, sind das so halb abgehackte Bäume? Ich will erstmal ganz kurz hier gucken. Oh, ein Eisenschwert. Sehr, sehr gut. Das können wir auf jeden Fall sehr gut gebrauchen. Weil unser Goldschwert macht auf jeden Fall nicht mehr lange mit. Aber das sind hier so halb abgehackte Bäume? Das ist auf jeden Fall auch nicht normal. Schau dich das mal an. Was ist das denn hier? Ich sag mal so, okay, dass die Bäume so ein bisschen abgehackt sind, ist die eine Sache. Aber warum ist denn hier so viel Platz dazwischen? Da hinten schon wieder.
Ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn gerade im Augenwinkel gesehen. Oh, Leute, Mann, diese ganzen Zombies gehen auch echt tierisch auf die Nerven, ne? Dass die mich einfach mal in Ruhe lassen können, ey. Ich will hier nur gucken, was Sache ist. Also hier auch wieder so ganz, ganz merkwürdig viel Platz. Ich weiß nicht, also werden so Bäume generiert? Ich habe ehrlich gesagt noch nie so Bäume gesehen. Wer ist er denn jetzt? Hey, please, come outside. Habt ihr es gerade gehört? Da war schon wieder so die Stimme. Dieses please, come outside. Aber das heißt übersetzt, komm raus. Ich bin doch draußen. Und wer ist diese Stimme? Und was ist denn das da bitte schön hinten? Das sieht aus wie ein weinender Villager. Ey, Leute, ich werde gerade verrückt. Ich werde gerade verrückt. Oh nein, jetzt kommt er zu mir. Der kommt zu mir, der kommt zu mir. Nein, 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 nein. Bleib stehen, du weinender Villager. Bleib hier stehen. Bleib stehen. So. Oh, okay, okay, okay. Da ist noch ein weinender Villager. Noch ein weinender Villager. Nein, 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 nein. Eisengolem, du musst mir helfen. Eisengolem, hilf mir, hilf mir, hilf mir, hilf mir. Oh, die sind stehen geblieben. Auf einmal sind die stehen geblieben. Oh, ich dachte... Aber hier scheinen ja auch nur ganz normale Villager im Dorf zu sein. Also irgendwie so eine ganz merkwürdige Mischung. Irgendwie so ein paar Villager, die nicht normal sind. Wer ist er? Ich bin, ey Leute, ich bin in der Singleplayer-Welt. Das kann nicht sein. Wer ist er denn jetzt? Mit einer Axt ein Spieler? Das ist nicht normal, das ist nicht normal. Was ist das denn jetzt? Was ist das denn jetzt? Bleib stehen! Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Was? Der kann nicht brennen. Warum kann der nicht brennen? Alter, der geht durch Feuer. Der geht durch Feuer. Der geht durch Feuer. Wie kann er durch Feuer gehen? Leute, schaut euch das an. Schaut euch das an. Der ist durch Feuer gelaufen. Der ist durch Feuer gelaufen. Schon wieder. Junge, bleib. Das, nein. Ich bin fast tot. Okay, 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 okay. Ganz, ganz ruhig bleiben. Ganz ruhig bleiben. Ja, er hat sich mit dem Eisengolem angelegt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Der Eisengolem ist Gott sei Dank volle Kanne fixiert auf ihn. Und dieser komische Spieler nur auf mich. Und der hat eine Axt in der Hand. Und der hat mir mit einem Schlag... Oh, jetzt kämpfen sie. Nein, 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 jetzt kämpfen sie, oder? Oh, nein, 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 sie kämpfen. Der Eisengolem ist fast tot. Oh, er hat es geschafft. Er hat es geschafft und er hat seine Eisenaxt gedroppt. Ey, Gott sei Dank, Freunde, Gott sei Dank. Das heißt, wir können diese Eisenaxt jetzt hier benutzen. Der Eisengolem uns Gott sei Dank geholfen hat. Aber das Problem ist jetzt immer noch, wir haben, glaube ich, die Häuser angezündet. Ich würde jetzt gerne mal diese... Oh mein Gott, diese komischen Villager hier mal töten. Weil ich glaube, dass die auch nicht ganz normal sind. Alter, das kann doch nicht wahr sein. Diese, also was hier abgeht, ist ja wirklich geisteskrank. Nein, 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 ich habe ein halbes Herz. Ich habe ein halbes Herz, ich habe ein halbes Herz, ich habe ein halbes Herz. Tür zu, Tür zu. Okay, Leute, okay, wir sind zwar jetzt nicht im besten Haus, wir sind im brennenden Haus hier genau angekommen, aber wir haben auch gerade gar keine andere Möglichkeit. Wir müssen uns hier irgendwie in Sicherheit begeben. Ey, Leute, warum zur Hölle ist mein Inventar auf einmal leer? Was ist mit meinem Inventar passiert? Und ich hatte so Blindheit. Und ich höre schon immer noch diesen komischen weinenden Villager. Freunde, man möchte mich, glaube ich, auf Teufel komm raus umbringen. Oder ist immer noch der weinende Villager? Ich renne mal ganz schnell raus, ich renne ganz schnell raus. Ich glaube, der kommt noch nicht hinterher. Ich glaube, der kommt nicht hinterher. Sehr gut, sehr gut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, bleib weg, bleib weg, bleib weg. Bleib bleiben, weg, 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 weg. Was, 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 was? Das ist nicht normal. Das ist nicht normal, das ist Giant Alex. Das ist Giant Alex. Oder bin ich jetzt gerade... Das ist Giant Alex. Oh mein Gott. Hier tauchen ja wirklich... Ich wurde durch Magie getötet? Was, ey? Ich verstehe hier gar nichts mehr. Ich verstehe hier echt gar nichts mehr, Freunde. Ich wurde einfach durch Magie getötet. Wir gehen einfach mal rein. Cave Dweller, so soll das Ganze hier heißen. Und es gibt auch zwei Versionen von dieser Mod. Einmal die normale Variante und einmal die super gruselige Variante. Wir spielen natürlich die super gruselige Variante. Und natürlich bin ich umso mehr gespannt, ob sie wirklich so gruselig ist, wie sie angepriesen wurde. Und da sind wir auch schon in der Welt unterwegs. Und anscheinend soll das Spiel wohl so erst richtig gruselig werden, wenn wir eine Mine betreten. Weil dann sollen wohl so komische Sounds abgespielt werden. Wir sollen erschreckt werden und da bin ich natürlich total gespannt drauf, deshalb müssen wir noch ein bisschen durchhalten, denn ich werde mir jetzt erstmal hier mein Standard-Equipment machen und dann auch zusehen, dass wir relativ schnell in die Mine kommen. Und ganz wichtig, spitzt eure Ohren, denn ganz wichtig, wie gesagt, sind wohl die Sounds. Die sollen wohl Minecraft auf ein komplett neues Level bringen. Was das Ganze bedeutet, kann ich euch nicht sagen, ich habe es noch nicht ausgetestet. Deswegen seid gespannt, Freunde, wir werden es zusammen live erleben, aber ich denke mal, das Feedback von dieser Mod im Internet war sehr, sehr krass. Also 3,6 Millionen Aufrufe auf eine Mod von einem User in so einer kurzen Zeit, ohne dass er so unfassbar viel Reichweite hatte. Das ist wirklich Feedback so für sich. So, und angeblich die wohl gruseligste Mod im ganzen Internet. So, also was Minecraft halt angeht. So, dementsprechend mache ich jetzt erstmal hier Standard-Equipment. Zack, zack. Sieht auch schon mal sehr gut aus. Und ich werde mir nochmal ein bisschen Holz holen. Vielleicht finden wir ja sogar irgendwo so ein Villager.
Villager-Dorf. Das wäre nochmal ganz praktisch, bevor wir in eine Mine reingehen. Ich kann es irgendwie nicht einschätzen. Werde ich mir hier vor laufender Kamera in die Hose machen oder wird es einfach ganz harmlos ablaufen? Ich kann es nicht einschätzen. Also nach ein bisschen Rumlaufen habe ich jetzt hier wirklich sogar eine Mine gefunden. Und ich muss sagen... War da was? Ich habe da irgendwas funkeln sehen. Ich könnte schwören, ich habe da was funkeln sehen. Vielleicht bilde ich mir das Ganze schon ein. Aber wir haben hier nämlich noch ein Villager-Dorf gefunden. Das heißt, wir können zwei Fliegen mit einer Klatsche schlagen. Oder Klappe? Nennt man das so? Ich denke schon. Denn wir werden jetzt gleich auch in die Mine reingehen. Allerdings habe ich jetzt hier nochmal ein bisschen Weizen. Und das ist ganz gut, weil damit können wir uns dann nämlich unser Brot sichern. Deshalb craften wir jetzt hier uns ganz schnell einfach Weizen. So, zack, zack. Und ja, Leute, sieht das super aus. Dann haben wir nämlich schon mal genug Essen. Dann müssen wir uns darum nämlich keine Sorgen mehr machen. Okay. Wir schauen auch nochmal nach, ob wir hier irgendwas in den Häusern finden. Aber dann würde ich sagen, warten wir nicht allzu lange, sondern wir gehen einfach rein und schauen, was uns in der Mine erwartet. Denn das ist das, worauf wir alle warten. Auch ich. Ich mache mir jetzt hier mal ganz kurz den Spawnpoint. So, kann ich? Okay, perfekt. Spawnpoint gesetzt. Ich hatte nämlich so ein bisschen die Hoffnung, dass wir vielleicht hier noch eine Kiste finden. Ich sehe jetzt hier allerdings keine Kiste. Bis auf hier eine, aber ja, okay, da sind jetzt auch nicht wirklich hilfreiche Sachen drin. Ist ja auch egal. Also, dann lassen wir jetzt einfach mal so stehen und ich würde sagen, ob wir es wollen oder nicht wollen, wir müssen jetzt in diese Mine reingehen. Und Leute, ich kann euch so viel sagen, mein Herz, das pocht jetzt schon. Ich kann es überhaupt nicht einschätzen, was jetzt hier auf uns zukommt. Ich weiß, dass ich meine Sounds lauter eingestellt habe und ich müsste jetzt hier nochmal Kohle finden. Ich sehe jetzt hier gefühlt gar nichts in der Mine, weil es so dunkel ist. Aber ich sehe auch, das könnt ihr wahrscheinlich eher schlecht sehen, dass hier schon Ende ist und ich habe keine Kohle gefunden. Deshalb, ich muss mir eine andere Mine suchen. Okay, also ich denke mal, das sollte auf jeden Fall eine Mine sein, wo wir fündig werden. So, ich sehe jetzt hier schon ein Zombie, meine ich natürlich. So, greifen was an. Bam. Und dann werden wir jetzt mal zusehen, dass wir hier ein bisschen Kohle abbauen. So, und dann haben wir schon mal eine Fackel. Die packe ich in die Hand. Und dann haben wir nämlich ein bisschen was an Licht. Das ist doch schon mal sehr, sehr gut. Okay, also jetzt können wir auf jeden Fall schon mal was sehen. Und ich weiß auch nicht, ab wann es so richtig gruselig werden soll. Ich habe jetzt hier extra natürlich nicht vor dem Video gespielt, weil ich mir dachte, okay, wenn ich mir jetzt schon alles anschaue, dann wird mich das nicht mehr überraschen. Und da ich das Ganze live natürlich mit euch erleben möchte, bin ich auch gerade ein wenig aufgeregt, um ehrlich zu sein. Okay, wir laufen einfach mal herum. Scheint eine etwas größere Mine zu sein. Wir haben hier echt viel Kohle. Also das ist schon mal sehr, sehr nice. Aber ich höre Zombie-Sounds. Okay. Also soll, wie gesagt, hier auch ein ganz spezielles Monster in der Mine herumlaufen. Ich denke mal, wir sind natürlich noch deutlich zu weit oben an der Oberfläche. Ich glaube halt wirklich erst, wenn wir so Richtung, ja, Tiefe von der Mine gehen, also viel, viel tiefer, dass wir dann hier auf die ein oder anderen Gruselmonster... Habt ihr es gehört? Das fängt schon an! Es hat angefangen, Leute! Es hat angefangen! Okay, es wird... Oh, Leute, 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 das wird echt gruselig. Was geht denn hier ab? Alter, was sind das für Geräusche? Habt ihr es gehört? Also, ich muss sagen, ich sollte auf jeden Fall zusehen, dass ich mir nochmal Eisen-Equipments mache. Alter, habe ich mich erschrocken. Ich habe mich voll erschrocken, weil da irgendwas zerbrochen ist. Das war so ein Glow-Lightchen, kann das sein? Ich habe keine Ahnung. Okay, also, wir werfen erstmal nochmal ganz schnell hier ein wenig Eisen in den Ofen rein. Und ich muss sagen, die Sounds sind auf jeden Fall jetzt schon gar nicht ohne. So, der wollte mich irgendwie angreifen, hat sich dann aber umentschieden. So, zack. Und dann jetzt hier nochmal Kohle rein. Oh je, oh je, oh je. Wie viel sind das denn jetzt hier? So, einmal runter damit. So, ich glaube, den konnten wir jetzt ganz gut hier runterschubsen. So, ja, perfekt. Perfekt, Freunde, perfekt. Okay, also, Ofen ist voll im Gange. Ich würde mir jetzt nämlich gerne ein Schild craften, weil das fehlt uns natürlich noch. So, und dann machen wir uns nämlich hier noch so ein wunderschönes Schild. Und das können wir uns dann nämlich zur Not in die andere Hand packen. So, wir haben nicht viel Eisen, das ist mir bewusst, aber immerhin ein wenig Eisen. Und ich würde jetzt auch sagen, wir sehen mal zu, dass wir weiter nach unten kommen. Ich sehe sogar, da ist ein bisschen Wasser. Gott, es fängt an, Leute, es fängt an. Hört ihr die Sounds? Okay, also wir gucken mal weiter, ob wir hier noch mysteriöse Musik finden oder Sounds finden. Alter, muss auch sagen, das macht ja schon ein wenig Angst, wenn man hier von allen Seiten angegriffen wird. Oh, ich muss aber nochmal fackeln hier. Schon wieder, was sind denn das für Sounds? Ey, ich hab doch geblockt. Ich hab doch geblockt. So, jetzt lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. So, zack. Oh ja, oh ja, oh ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, okay.
Also ich muss sagen, bis jetzt wurde immer wieder der gleiche Sound abgespielt. Deswegen, ich weiß nicht, ob jetzt hier noch irgendein anderer Sound kommt. Ich denke schon. Ich denke schon. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das alles ist, was angeblich eine so gruselige Minecraft-Mod... Da war schon wieder was. Da war schon wieder was. Also ich glaube nicht, dass das alles sein kann, was eine gruselige Mod ausmacht. Ich habe auch das Gefühl, dass je weiter wir nach unten gehen in die Mine, umso gruseliger wird es. Zumindest ist das so mein Eindruck. Kann auch sein, dass ich mich jetzt hier täusche. Aber wir hören, wie gesagt, deswegen ganz genau zu, damit wir bloß keine Sounds hier verpassen. So, also nochmal Ofen und nochmal ein bisschen Eisen rein, weil vielleicht können wir uns dann nochmal eine Spitzhacke holen. Das ist ein neuer Sound. Das ist auch ein... Oh mein Gott! Wie sieht der denn aus? Wie sieht der denn aus? Hilfe! Und der hat mich einfach umgehauen. Alter, wie hab ich mich denn erschrocken? Ey, damit habe ich jetzt gerade null gerechnet. Boah. Das war so ein braunes Vieh. Sah so ein bisschen aus wie so ein Enderman. Ich würde sagen, wir gehen nochmal ganz schnell zu dieser Mine zurück. Okay, Freunde, ich bin jetzt hier wieder an der gleichen Stelle angekommen. Ich habe mir wieder meine Sachen genommen und bin mal gespannt, wie es jetzt hier weitergeht. Vor allem möchte ich auch eigentlich wissen, was passiert denn, wenn wir dieses Monster töten? Weil dieser Cave-Dweller, so heißt er ja, glaube ich, der müsste ja sehr wahrscheinlich nochmal auftauchen. Oh Gott. Da ist er schon wieder! Da ist er schon wieder! Oh Gott! Oh Gott! Ich kann ihn gar nicht blocken, oder? Ey, 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 Kollege, 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 Kollege! Das ist, Und er hat mich schon wieder getötet. Er hat mich schon wieder umgebracht, Freunde. Okay, Freunde, damit wir jetzt allerdings nicht nur immer wieder in die Mine laufen und sterben, bin ich jetzt hier mal mit Diamantausrüstung am Start. Und ich werde jetzt Folgendes machen. Ich springe jetzt hier einfach runter. Oh, das war sehr, sehr knapp. Das war sehr, sehr knapp. Und wir laufen jetzt hier einfach mal durch. Ich habe auch mir jede Menge Goldäpfel gegeben. Das heißt, wir sollten bestens ausgerüstet sein. Wir sollten auf jeden Fall eine Chance haben. Ich versuche nochmal ein bisschen weiter hier in die Mine runterzukommen. Oh Gott, ich will aber auch mein Eisen aus dem Ofen nehmen. So, Eisen... ist es noch nicht geschmolzen. Das ist doof. Das ist sehr, sehr doof. Okay, aber wenn jetzt wirklich dieser Cave-Dweller nochmal kommen sollte, sind wir auf jeden Fall ausgestattet. Und ich höre schon wieder die Sounds. Ich höre schon wieder die Sounds. Ich sag euch jetzt schon, der wird wieder kommen, wenn wir gerade ganz kurz wegschauen. Es war bis jetzt immer wieder so. Okay, also zack, zack und jetzt Spitzhacke. Ich will nämlich noch weiter in die Mine gehen und ich möchte erfahren, gibt es noch weitere gruselige Sounds oder war es das hier wirklich mit den Grusel-Sounds? Also, oh... Ist es ein neuer Sound gewesen? Ich bin jetzt hier nämlich noch irgendwo weiter in einer Mine unterwegs. Ah, ich bin jetzt die Kohle im Ofen gelassen, wie ärgerlich. Aber ich glaube, so langsam geht es auch gar nicht mehr weiter nach unten. Also wir sind fast auf dem Boden angekommen, was so eine Minecraft-Mine angeht. Ich bräuchte jetzt halt nur ein bisschen Kohle, weil sonst seht ihr natürlich auch nichts im Video und das ist doof. Aber wir hören immer wieder Grusel-Sounds. Wir hören immer wieder Grusel-Sounds. Ja, okay, vielleicht Fledermäuse sehe ich hier vorne. Oh, da hinten habe ich Augen gesehen. Das müssten, glaube ich, aber Spinnen gewesen sein. Ja, das sind hier Spinnen, Leute. Das sind auf jeden Fall Spinnen. So, ja, also wie gesagt, ich bin auch mal gespannt, wie das jetzt halt sein wird, wenn wir gegen den kämpfen. Ich kann das auch gar nicht beeinflussen, wann der kommt, weil irgendwie ist er einfach immer ganz zufällig erschienen. So, jetzt hier nochmal. Weiter geht's. Also wir greifen jetzt einfach mal ein paar Mobs. Oh, 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 oh. Da war schon wieder so ein komischer Sound. Oh, aufpassen. Okay, die haben sich gegenseitig getötet. Ich bleib auf jeden Fall nicht auf der Stelle stehen. Ihr seht es. Aber trotzdem tut sich hier gerade wieder nichts. Ich will ihn jetzt auf jeden Fall besiegen. Wir haben Diamantrüstung. Wir haben Diamantschwert. Also eigentlich müsste es reichen. Und vor allem haben wir auch echt viele Goldäpfel. Also ich wüsste nicht, was wir jetzt noch Besseres uns besorgen sollen. Klar, Netherite würde noch gehen, aber das würde jetzt vielleicht den Rahmen sprengen. Oh. Oh mein Gott, was war das? Da ist es! Da ist es! Da ist es! Es kommt! So, jetzt hat er keine Chance. Er wird keine Chance haben. Wie viel Leben hat er denn? Wie viel Leben hat er denn? Okay, okay, Goldäpfel. So, zack. So, ja. Jetzt hat er keine Chance, ne? So, ich blockiere die Angriffe. Okay, Leute, also ich kann gerade irgendwie nicht abschätzen, wie viel Leben der hat, weil ich hier schon... Wie ein Verrückter drauf, oh! Er ist gestorben. Aber wir haben nichts Besonderes bekommen, okay? Also er ist gar nicht mal so stark. Das können wir festhalten. Aber, ja Leute, also ich muss sagen, ich habe schon gruseligere Sachen gespielt. Das ist so meine Meinung. Aber irgendwie, lol. Ich weiß nicht, ob man es im Video jetzt gerade sieht, aber ich bekomme gerade irgendwie voll die Frame-Drops. Hä, was ist das denn, Leute? Warum fängt mein Spiel denn auch immer so an zu laggen, nachdem ich ihn besiegt habe? Warum laggt...
alles so. Und wieder so Grusel-Sounds. Hä, was ist das denn? Also irgendwie, ich weiß nicht, was hier gerade los ist, aber mein Spiel fängt so ultra hart an zu laggen. Es ist irgendwie wie so eine Art Dia-Show, nachdem ich den besiegt habe. Alter, warum laggt das denn so? Hab eigentlich voll den guten PC. Ich verstehe das gerade nicht. Leute, ich habe das Gefühl, dass dieses Monster irgendwie verflucht ist. Oh, wir haben Dias gefunden. Wir haben echt Dias gefunden. Ich habe echt das Gefühl, dass wir hier... ich weiß nicht, auf ein verfluchtes Monster getroffen haben. Also das ist auch echt nicht mehr schön, muss ich sagen, dass es hier so anfängt zu ruckeln. Hä? Warum habe ich nur noch meinen Helm angezogen? Ich hatte doch noch... ich hatte noch eine ganze Rüstung. Oh Gott. Oh, es leckt so sehr, Leute. Es leckt so sehr. Das kann nicht wahr sein. Es kann nicht wahr sein, dass es so krass leckt. Alter, was ist das denn? Was ist das denn, Leute? Ich verstehe das nicht. Hä? Und ich muss sagen, irgendwie erfahre ich hier trotzdem immer neue Sounds in der Höhle. Was schon echt gruselig ist, muss ich wirklich sagen. Schon wieder immer wieder der gleiche Sound. Da ist er, oder? Oh Gott! Oh Gott! Er rennt weg! Er rennt mittlerweile weg! Wo ist er hingerannt? Wo ist er hingerannt? Hä? Wo ist er hin? Hallo? Wo ist er hin? Hallo? Hä? Mein Minecraft ist gecrashed. Leute, es verflucht. Denn hier sind wir schon bei der Welterstellung und ich würde sagen, wir schreiben einfach mal als Weltnamen ganz viele Sechsen herein. Sechs steht nämlich für was ganz Schlimmes in Minecraft, indem wir ganz, ganz viele Sechsen reinschreiben, soll es auf jeden Fall ganz krass werden in dieser Welt. Und das gleiche schreiben wir auch bei dem Seed rein, so viele Sechsen, wie es nur geht und anscheinend soll wohl was ganz Merkwürdiges passieren. Gruselige Monster und so weiter sollen nur Kleinigkeiten sein. Also Leute, ich würde sagen, mit diesem Seed erstelle ich mal einfach die Welt. Vergesst natürlich nicht, einen Daumen nach oben da zu lassen. Ich hoffe, wir schaffen die 6666666666 Likes. Würde mich sehr freuen und abonnieren nicht vergessen für mehr solche coolen Videos. Okay, Freunde, wir sind gespawnt und anscheinend... Was brennt da schon? Okay, es sind ganz, ganz merkwürdige Sachen, die... Einfach schon, lol, es hat einfach mal neben uns angefangen zu brennen, aus dem Nichts. Okay, Freunde, ich bin echt gespannt, was uns hier in dieser Welt erwartet. Und mir ist sofort eine Sache aufgefallen. Und zwar haben wir hier irgendwie eine Karte ins Inventar gelegt bekommen. Und ich schaue mir mal diese Karte an. Da unten ist nämlich eine Position, ein X markiert. Die sehen wir einmal ganz unten links, genau. Das ist auf jeden Fall nicht normal, würde ich behaupten, dass einfach mal so ein X eingezeichnet ist. Aber mich interessiert jetzt, was wir hier anscheinend alles so finden in dieser Welt. Denn wie gesagt, es soll wohl einen verfluchten Ort geben in dieser Welt. Und ich kann mir echt gut vorstellen, dass es etwas mit diesem X zu tun hat. Aber schauen wir mal nach, was wir jetzt hier genau finden können. Denn ich sehe schon jetzt sofort beim Spawn, wir haben hier so ein komisches Totem. Und hier steht drauf, Simon sagt, schwimm in Lava. Ne, ich werde doch nicht in Lava schwimmen gehen. Okay, Leute. Also hier befindet sich anscheinend schon jemand in der Welt. Und hätte ich jetzt eine Spitzhacke, würde ich mir definitiv diese Goldblöcke mitnehmen. Kann ich leider nicht, weil ich keine Eisenspitzhacke habe. Aber egal, wir gucken uns mal ein bisschen weiter um. Denn ich denke mal, es fängt ja schon ganz, ganz merkwürdig hier an. Und wenn wir mal ein bisschen weiterlaufen, sehen wir... Okay, also es ist ganz merkwürdig, weil guck mal, hier an dieser Stelle ist ein X. Ich dachte jetzt vielleicht, dass wenn wir nach oben schauen, dass hier irgendwo ein X ist. Aber wir können nach oben schauen und tatsächlich da oben ist gar kein X. Also wie kann es denn sein, dass hier ein X ist... Also hier ist ein X auf der Karte eingezeichnet, aber nirgends befindet sich ein X. Also eigentlich spiegelt ja eine Minecraft-Karte nur das wider, was sich auf der Map befindet. Okay. Kann auch sein, dass wir für uns vielleicht runtergraben müssen oder sowas. Ich habe keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Vielleicht befindet sich auch unten drunter irgendwas ganz Verrücktes. Aber ich würde sagen, bis wir das herausgefunden haben, schauen wir uns mal etwas um. Leute, hört ihr das? Ich bin mal leise. Habt ihr das gerade gehört? Also das war auf jeden Fall nicht normal. Da hat irgendein Kind gelacht oder ein Baby gelacht. Alter Schwede, was geht denn hier ab? Okay, kann auch sein, dass wir einfach nur mal zu diesem X hinlaufen sollten, um zu erkennen, was hier noch so alles ist. Ich sehe nämlich ein Haus, ich sehe brennende Häuser und ich sehe nochmal... einen Netherrack-Turm. Und da vorne ist nochmal so ein Haus. Okay, Leute, also ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe ein ganz, ganz komisches Gefühl bei der ganzen Sache. Wir sehen auch
Irgendwas soll hier noch mittig von der Map sein. Also irgendwas wurde hier gebaut, irgendwas wurde oben rechts gebaut. Also diese Karte scheint uns auf jeden Fall schon mal gute Anzeichen zu geben, dass sich hier wirklich irgendwas auf dieser Map befinden soll. Die Frage ist nur genau was. Also bis jetzt haben wir ja schon mal Strukturen gefunden. Und ich sehe jetzt hier sogar Schilder drauf. Oh mein Gott, hier steht, hier ist wieder so ein Netherrack-Turm. Und hier steht drauf, gib mir dein Gesicht. Gib mir dein Gesicht. Leute, haben die jetzt einen Knall? Gib mir dein Gesicht? Was soll das denn heißen? Also ich bin jetzt echt irritiert darüber, was das genau heißen soll. Und ich bin auch irritiert darüber, wer so ein Haus in einen Berg hereinbaut. Schaut euch das mal an. So ein kaputtes Haus. Hier sehe ich eine Redstone-Fackel. Lol, kommt man da überhaupt herein? Man kann... Warte mal ganz kurz. Ist das extra so? Die Tür ist auf einmal... Also, ich habe jetzt hier keine Spitzhacke. Warte mal, wisst ihr was? Das interessiert mich jetzt ehrlich. Ey, Pferd, zisch ab. Das ist mein Haus. Also, das interessiert mich wirklich. Wir haben anscheinend hier eine Eingangstür gehabt. Aber irgendwie ist dort keine Eingangstür. Und ob das normal ist oder ob das Zufall ist, das möchte ich jetzt einmal herausfinden. Deswegen schnappe ich mir einmal ganz kurz hier dieses Holz und werde jetzt herausfinden, ob wir etwas in dem Haus finden können oder nicht. So, einmal hier die Spitzhacke, zack. Und einmal reinbauen, würde ich sagen. Zack. Ja, also es ist ganz merkwürdig. Oh, warte mal, hier ist was im Haus. Da steht's drauf, ich sehe dich. Oh mein Gott, oh mein Gott. Okay. Anscheinend ist hier irgendeine Lawine drüber gelaufen. Geh raus! Jetzt steht hier einfach mal geh raus drauf. Was ist hier denn los? Okay, wisst ihr was? Ich nehme noch diesen Kopf einfach mal mit für den Fall, weil da stand ja irgendwas mit, dass jemand mein Gesicht haben möchte. Und ich sag mal so, mein Gesicht kriegt hier garantiert niemand. Aber ich möchte einfach mal so diese Beweise mitnehmen, wenn wir schon sowas hier gesehen haben. Okay, und ich würde sagen, wenn wir schon dabei sind, mache ich mir nochmal ganz schnell hier Steinwerkzeug, weil wir waren ja sowieso dabei. Und dann sollte das auf jeden Fall passen. Zack. Okay, da haben wir auch nochmal ganz schnell Steinwerkzeug. Oh mein Gott, ich habe einfach mich erschrocken wegen diesem Pferd. Und ich höre schon wieder was. Hört euch das an. Habt ihr es gerade gehört? Das ist nicht normal. Help me, please. Was war das denn jetzt schon wieder? Ich habe jemanden sprechen hören. Okay, Leute, also das ist hier auf jeden Fall ein sehr verfluchter Ort. Und warum? Warte mal. Also ich glaube, diese Welt, die ihr das sieht, hat auf jeden Fall echt einen Haken. Hier sind schon wieder so halb abgehackte Bäume. Schaut euch das mal an. Ich dachte jetzt erstmal, das ist Zufall. Aber hier ist so ein abgehackter Baum. Hier ist so ein abgehackter Baum. Hier ist so ein abgehackter Baum. Hier ist noch ein abgehackter Baum. Hier auch noch ein abgehackter Baum. Also wir haben wirklich mehrere und ich meine hier vorne, ja, tatsächlich Leute, tatsächlich auch so ein abgehackter Baum. Und das Interessante ist, wir begeben uns gerade wieder in die Richtung von diesem X. Hey, bin ich gerade verrückt? Ich habe doch einen Blitz gehört. Ich bin mir 100% sicher, ich habe gerade einen Blitz gehört. Schon wieder. Habt ihr es gerade gesehen? Hier war irgendwo ein Blitz eingeschlagen. Die Frage ist nur wo. Okay, warte mal, da brennt irgendwas. Hat das was mit dem Blitz zu tun? Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Blutspuren. Okay. Freunde, wisst ihr was? Ich würde sagen, wir schnappen uns erstmal hier ein paar von diesen Schweinen und gucken mal, ob wir uns vielleicht nicht was zu essen machen können. Weil wir haben gerade ein echtes Hungerproblem. Wir haben echt gar nichts zu essen. Das ist überhaupt nicht gut. Und warte mal, da vorne war noch irgendwas. Das war ein kaputtes Nether-Portal, wenn ich mich nicht täusche. So, wir haben jetzt ganz vieles rohes Fleisch. Können wir einfach mal ganz provisorisch essen. Aber das scheint mir hier wirklich ein ganz normal... Ja, das ist ein ganz normales kaputtes Portal. Also jetzt absolut nichts Wildes. Und wenn ich mich hier mal umschaue, haben wir eine Kiste. Aber auch eigentlich alles ganz normal. Okay, aber wir sehen jetzt hier... Okay. Ja, wir haben jetzt, glaube ich, Frostwalker, oder? Nee, doch nicht. Doch, wir haben Frostwalker drauf. Also wir können eigentlich über Wasser... über Wasser können wir laufen. Okay. Ich darf natürlich jetzt nicht... Ich höre schon wieder so Stampfgeräusche. Okay, also ich muss euch ganz ehrlich sagen, das ist schon gruselig, welche Stimmen da auch immer die ganze Zeit sprechen. Und ich habe jetzt interessanterweise noch einen Blitz einschlagen hören. Und gerade da, wo wir so ein Villager-Dorf gefunden haben. Okay, ich würde sagen, so ein Villager-Dorf ist ja schon mal ein ganz guter Anhaltspunkt. Jetzt ist es aber irgendwie ganz rapide dunkel geworden. Also ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich traue dem Ganzen nicht. Ich glaube, hier steckt mehr hinter als komische Zufälle. Ich meine, allein, dass wir schon solche komischen Sachen hier in einer Minecraft-Welt finden, ist ja... Oh, hier ist schon wieder so ein kaputtes Haus. Hier ist definitiv...
Oh, ich dachte schon, der Eisengolem ist ein ganz merkwürdiges Monster. Hier ist schon wieder irgend so ein... Ist das ein Villager aus, was hier kaputt gemacht wurde? Ich weiß es, um ehrlich zu sein, gar nicht. Und wir sehen hier auch jetzt, zum allerersten Mal einen Mond. Okay, 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 okay. Ja, Freunde, ich würde jetzt einfach mal schauen, was in dieser Minecraft-Nacht passiert. Vielleicht finden wir hier nochmal irgendwie was zu essen. Ich setze mal meinen Spawn-Punkt hier. Also ich will jetzt eigentlich noch gar nicht schlafen gehen, weil ich denke, in der Nacht könnten nochmal ein paar verrückte Sachen... Was war das denn da hier? Hä? 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 Was macht denn der Villager da? Hä, bin ich gerade verrückt? Hat der kein Gesicht? Hat der kein Gesicht, dieser Villager da hinten? Der hat kein Gesicht! Der hat kein Gesicht! Und das würde erklären, warum diese Schilder da waren mit "Gib mir dein Gesicht", weil anscheinend die Villager kein Gesicht haben. Da habe ich irgendwas übersehen. Oh mein Gott, die haben auch kein Gesicht! Die haben auch kein Gesicht, diese Monster hier! WTF! Leute, oh mein Gott, den töte ich diesen Zombie. Anscheinend sind hier... Warte mal! Ich werde verrückt, ich werde verrückt, ich werde verrückt, ich werde verrückt. Warum hat er so viele Herzen? Habt ihr es gesehen? Ein gesichtsloser Villager. Creeper. Nee, warte mal, was war denn das? Was war denn jetzt hier alles los? Zombie, Creeper, alles, ganz viele Monster. Einfach mal ohne Gesicht. Und hier auch, die drehen alle irgendwie ganz merkwürdig ihren Kopf, haben kein Gesicht. Und genau da, wo die Nacht anbricht, Freunde. Genau da, wo die Nacht anbricht. Das gerade schon wieder gehört, Freunde. Hier hat irgendjemand geschrien. Okay, schauen wir mal nach, ob wir noch ein paar gesichtslose Minecraft-Monster... Hey, 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 Moment! Schweinchen! Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Okay, okay, okay. Das Schweinchen... Doch, das Schweinchen greift mich auch an. Okay, das ist verrückt. Das ist verrückt. Aber wir können das gesichtslose Schweinchen auf jeden Fall besiegen. Das ist an sich gar kein Problem. Aber wir haben ganz viele gesichtslose Tiere hier am Start. Hier haben wir sogar so eine gesichtslose Kuh. Wir sehen es hier und die sind auch deutlich, deutlich schneller. Okay, diese gesichtslosen Villager haben wir hier bereits gesehen. So, gucken wir mal weiter nach, ob wir noch irgendwie fündig werden. Genau, gesichtslose Villager haben wir hier auch einfach mal am Start. Und greifen die uns auch an, oder? Oh ja, die greifen uns an. Alter, wie viel Schaden machen die? Habt ihr gerade gesehen, wie viel Schaden die machen? Die sind ja... Oh mein Gott, der darf mich nicht nochmal treffen. Der darf mich nicht nochmal treffen, Freunde. Ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Ich muss mich ganz kurz einmal regenerieren. Oh mein Gott. Und anscheinend haben sich hier auch schon die ganzen normalen Villager zurückgezogen. Ich hatte schon kurz Angst, dass am Ende hier auch ein gesichtsloser Villager am Start ist. Aber die scheinen hier wirklich ganz normal zu sein. Ich höre auch irgendwie so ganz komisch. Es hört sich an wie so Schafsgeräusche, aber es sind keine Schafsgeräusche. Hört ihr das? Wie so ein Zug? Nee. 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 Selbst die Eisengolems haben kein Gesicht mehr. Und es laufen Schafe herum, die nicht nur kein Gesicht haben, die haben auch keine Wolle mehr. Es ist irgendwie weggelaufen, habe ich gerade noch so im Augenwinkel gesehen. Und es ist auch so ein gesichtsloser Eisengolem. Hier, wir sehen es eindeutig. Oh Gott, ich muss... Oh nein, 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 der greift mich an. Der greift mich an. Ich muss ganz schnell zusehen, dass ich hier irgendwie an Weizen komme, um mir Brot zu machen. Weil die laufen mir schon wieder alle hinterher. Schaut euch das an. Alle gesichtslosen Monster laufen wir einfach hinterher und wollen mich umbringen. Das ist wirklich der Wahnsinn. Sowas habe ich noch nie erlebt. Und das würde auch erklären, was jetzt genau an diesem X passieren soll. Ey, das ist jetzt ganz merkwürdig. Ich habe einfach mal Blindheit bekommen und mein ganzes Inventar ist auf einmal leer. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Ich wollte doch gerade an diesen Ort gehen, wo wir einfach mal das X gesehen haben. Und jetzt habe ich kein... Was ist denn jetzt hier los? Blindheit? Ich sehe, es regnet auf einmal auch. Ach Leute, ich weiß gar nicht, wo ich hinlaufen soll. Ich sehe ja auch gar nichts mehr. Ich glaube aber, ich laufe hier irgendwo noch im Dorf. Giant Steve! Ihr wollt mich doch veräppeln. Ihr wollt mich doch veräppeln. Das kann doch jetzt nicht wahr sein, dass wir auf einmal... Hä? Oh, ich dachte, da ist er. Oh nein, 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 nein! Hä? Jetzt ist sie wieder weg! Oh, ich dachte schon wieder so ein gesichtsloser Creeper. Ey, auf einmal laufen hier alle Monster herum. Wie verrückt. Das kann doch nicht wahr sein. Ich kann gar nicht mehr unterscheiden, was sind hier normale Minecraft-Monster und was sind hier verfluchte Minecraft-Monster. Wir haben bereits ganz viele von diesen gesichtslosen Monstern gesehen. Okay, ich laufe einfach mal hier weiter entlang, in der Hoffnung, dass wir vielleicht nochmal irgendwie auf dieses X stoßen können. Ey, nee, 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 nee. Das ist doch der langbeinige Steve. Langbeiniger Steve, auch noch in dieser Welt hier. Als ob, ihr wollt mich doch jetzt veräppeln. Ich habe mir jetzt mal extra angeschaut, aber anscheinend passiert da nichts, wenn wir ihn anschauen. Okay, Freunde, und auch, dass es jetzt noch angefangen hat zu regnen. Ob das alles so komische Zufälle sind. Nochmal ein paar gesichtslose Schweine, die ihren Kopf drehen.
sehen. Ey, also ich muss sagen, ich habe mit vielem hier gerechnet, aber dass wir so viele verrückte Monster sehen an einem einzigen Ort, ich weiß es nicht, ganz merkwürdig. Ich gehe jetzt nochmal hier runter. Das ist gar kein Schaf! Das ist, warte mal, was ist denn das da unter in einem blutigen, was ist denn das für eine blutige weiße Gestalt? Ey, ich will da nicht runter, Freunde. Wer ist das denn jetzt? Das kann doch gar nicht sein. Und anscheinend ist er so lost, der kommt aus dem Wasser nicht heraus. Ich muss aber runter, Freunde, ich muss da runter. Auf einmal hat er sich wegteleportiert. Ey, ich weiß nicht, wo der hin ist, aber wir gehen einfach mal weiter. Denn wir sehen hier nochmal, da ist wieder sowas, so ein Turm. Und da steht schon wieder drauf, gib mir dein Gesicht. Ja, und komischerweise sind auf einmal hier ganz viele gesichtslose Monster am Start. Hier ein gesichtsloses Schaf, noch ein gesichtsloses Schaf. Aber mir bleibt halt auch leider nichts über, als einfach wegzulaufen, weil komischerweise mein Inventar ja einfach geklärt wurde. Hab jetzt hier nochmal so ein Haus gefunden. Da steht drauf, ich sehe dich. Ah! Ah! Habt ihr diese Soundeffekte gehört? Habt ihr diese Soundeffekte gehört? In Kombination mit dem Schild, ich sehe dich. Alter, jetzt, also ich habe mich komplett erschrocken, Leute. Ich bin raus. Like nicht vergessen. Bis dann und ciao.